Ja, halt jetzt. Oh ja, die Hitze des Kampfes, sie erwärmt meine Glieder. Ich fühle mich schon. Boah, was war denn das hier? Kann ich auch mal die ganze Zeit. Ach, Mann, fick dich! Hier! Hier! Ich komm da nicht weg! Boah, geht der mir auf den Sack jetzt? Mein Spiel spinnt gerade. Ja. Oh ja, die Hitze des Kampfes. Sie erwärmt meine Glieder. Okay. Ich kann gerade nichts machen. Mein Sohn, ein wahrer Dränger kann auch mit Stock und Stein kämpfen. Mit Stock und Stein? Verleiht mir Kraft. Weg! Mein Ende naht! Stehe ich an der Pforte zum Ruhm. Vergiss mich nicht, mein Kind, mein lieber Sohn. Jetzt verstehst du es. Ja, ich verstehe es, Vater. Das ist der Ruhm, von dem du sprachst. Geh nun nach Valhall. Gesell dich zu Ragnar im ewigen Kriegsgrund. Dein Vater ist ein guter Krieger. Dränger bis zum Schluss. Eines Tages werde ich ihn ehren und selbst Dränger werden. Thor Thorsen? Wie einfallsreich. Boah, das ist das nervig. Blöder Speerkämpfer. Dankeschön. Und hallo, Planus. So. Haben wir den auch erledigt? Endlich mal. Der war viel zu leicht. Hey, ich spiel schon auf Berserker, ja? Ich weiß, gibt es noch eine Stufe höher?
der ist hier. Ja. In East Angla, hier bei diesem komischen Teich da. Dieser Pfütze. So, Daki verabschiedet sich langsam und wünscht euch später allen eine gute Nacht und weiterhin viel Spaß. Daki, danke schön für die 50 Bits und ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Schlaf schön und dir ein schönes Wochenende. Falls man sich... Ich weiß nicht, ob ich morgen streame. Kann gut sein. Wir werden es sehen. Vielleicht sieht man sich morgen nochmal wieder. Komm zurück, Keks. So. Bogen-Nahkampfwechsel. Wenn du zwischen Bogen- und Nahkampfangriffen wechselst, richtest du für kurze Zeit extra Schaden an. Also, okay, warte, zeig mal. Zack, zack. Ah, okay. Das ist cool. Ich muss da. Hatte ich, denke ich, schon erzählt, dass Satisfactory mega Spaß macht, Liz? Nö, aber ich weiß selber, dass das viel Spaß macht. Das hat schon beim... Also ich habe es noch nie gespielt, aber beim Zuschauen war das schon richtig cool. Also es hat schon Spaß gemacht, zuzuschauen. Hier darf mich niemand sehen. Halt dein Maul, Bauernkrampel! War ich hier nicht schon? Ich muss drücken. Okay. Rüds Schergen haben euch verschont. Ihr hattet Glück. Gesegnet sei Gott! Wir waren wie Lämmer bereit für die Schlachtbank. Noch atmet ihr. Ich hörte den Ruf des Horns. Ich dachte, ich träume. Ich schließe mich der Fjord an. Nenn mir nur den Treffpunkt. Wir sammeln uns an den Ruinen nordöstlich von Norvik. Ich werde da sein. Ich habe nur dieses Wochenende kaum Zeit. Muss noch ein Bild malen. Mit dem Handy auf oder mal das nach. Einfach jede von Minute nutzen wir einen Banger. Oh wow, okay. Achso, den Sch... Ah, okay. Na, viel Spaß. Böse. Ich will diesen Schlag nicht machen.
Muss man langsam mehr Eisen sammeln. Viel, viel mehr. Oder mehr plündern, keine Ahnung. Das kam aus Elmenham. Valdis muss dort eingetroffen sein. Hm. Obelix, es gibt Wildschwein. Ich hab's doch gezeigt. Die Flotte der Brüder. Versammelt und bereit. Ein Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen, wie es Staub ansetzte. Unsere Schiffe sind stabil, aber nicht so stabil wie die Mauern von Burg. Finstran ist verrückt. Solbad Visiervasch und Saliati. Inga, obwohl das große Meer uns trennte, fliegt mein Geist selbst am Vorabend der Schlacht zu dir. Um mich herum schlagen sich meine Mitdänen auf die Brust, bereit, vom roten Kriegsweilen zu kosten. Es war nie mein Wunsch, in der Schlacht zu fallen oder von dir getrennt zu sein. Aber ich kann unseren Kleinen nicht hungern lassen. Sollte ich fallen, so hat Thorfast mir geschworen, diesen Brief und meinen Anteil der Beute über die Wahlstraße zu dir zu bringen. Tja, so Pech. Musst du VOD zurückgucken. Eivor, die Kunde von deinen Taten. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei. Und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Gräbe ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Ja, das Horn aus Kunden saß, hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Ich hab's dir halt gezeigt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Warum glaube ich, dass er noch lebt? Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Notiert sich 6 Stunden 20 circa. Ja, so ungefähr. Das bin ich. I'm ready. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüds Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüds Männer dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Ein Wort? Sieben? Lange habt ihr in Angst gelebt. Man hat euch eure Häuser genommen und eure Felder verbrannt. Nun ist eure Stunde gekommen. Kämpft, um diesen Schmerz zu besiegen. Kämpft, um euch von der Angst zu befreien. Freiheit! Heute ist der große Tag. So. Heute befreien wir East Anglia von Rüds Clan. Ich dachte, ein für alle Mal. Um Uhrzeit? Oh, wow. Was heißt denn hier um sieben? Sag mal. Das sind noch 7 Stunden. Hackt's bei euch? Sehr wohl. Wäre das nicht normal für dich? Wenn ich morgen vielleicht nochmals streame, Eivor, dann wäre es nicht normal. Ja, vielleicht. Mal gucken. Morgen gehe ich erstmal raus. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume. Leben. Oh, geil. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Miezekatze, bist du auch da? Die betrügt mich. Die betrügt mich einfach.
ohne Seeschlacht. Darf ich wieder ran? Ich reite das flammende Seeross gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu mehren. Wunderschön, Evo. Das klingt so schön. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Doch keine Seeschlacht. Schade. Hätte jetzt so gut hier gepasst. Andere Schiffe. Ruhig! Kurs halten! Vielleicht doch Ram? Seid bereit, in Deckung zu gehen, Männer! Wir bringen Hilhelm zu unseren Feinden! Ja, ich denke, wir müssen nur etwas betteln. Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke! Pfeile! Schützen! Bei Odins Hand! Mögen seine Schildmeiden sie schnell holen! Schützen! Uiuiui. Mal easy ausweichen, Alter, der Blitz. Haltet euch fest! Bereit zum Aufprall! Festhalten! Jetzt! Ach so, ja, jetzt nicht. Windschiff, ja. Das erklärt, warum. Jetzt nicht das. Oh, geile Scheiße. Haben wir gerammt. Das Tor, die Mauer hat einen Riss. Wir dürfen jetzt eindringen. Vorwärts! Mach die Ramme bereit! Wir müssen dieses Tor öffnen! Oh, noch mehr Rammen, geil. Was denn? Macht sie alle nieder! Ich fand meine Beschreibung wunderschön. Das ist für Oswald! Ihr nicht? Kommt und sterbt durch meine Klinge! Ich helfe euch mal. Geh mal zur Seite. Los jetzt! Profi ran. Kein Schild. Aufpassen! Feuer, Feuer! Bring die Sau zu Fall! Wir müssen jetzt mal hier aus dem Weg schaffen. Sag mal, hackt's bei dir? Es geht lang. Ja, komm von allen Seiten, ist klar jetzt. Ja. Du willst mich jetzt auch nicht. Ja, willst du mich jetzt auch abfacken? Los! Lärm, wir haben!
mal jetzt ein bisschen schneller hier. Ist immer noch nicht offen. Halbe Schuss runter! Durchgebrochen. Diese Händler und Bauern können kämpfen. Biss dich auf! Ja. Was für ein Stoß? Nein, du bist tot! Tot! Wollen wir wetten, wer gewinnt? Du hast mir Blut! Die Tür, sondern die ganze Mauer ist weg. Ja, das war ein heftiger Stoß. Ich finde das voll cool mit dem Rambock. Stoß noch heftig vor, ja. Er lebt. Oswald lebt! Eivor, bist du das? Halt dein Maul, Hänfling! Halt durch! Das dauert nicht lang! Sorgt euch nicht um mich! Du musst... Schweig, du Narr! So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Wenn du dieses Schwein willst... Dann komm und hol es dir! Ich meine, die sind beide runtergestürzt und haben beide keine Wunden irgendwie davon getragen. Das ist ja... Finde ich gar nicht so toll. Da muss ich jetzt anderen Wunden zufügen. Sag mal, hackt's bei euch? Hackt's? Ich mach jetzt Hack aus euch. Ich bin hier gar nicht mehr durch, wer ist jetzt? Ja? Treib deinen Pfeil her! Stirb, stirb, stirb! Ich mach das wie ich! Die Hexe ist tot. Bleib bei der Sache! Ich muss mal hier durch. Ich bin dran! Ich kümmere mich mal um die anderen. Die Bastarde. Kämpfst du für deine geliebten Sachsen? Rüd, du führst einen erbärmlichen Clan. Oh, das ist jetzt unfair. Einen, der dieses Land zwei Sommer lang ausgeblutet hat.
Das ist dein Ende, Rüd! Deine Schlacht ist noch nicht gewonnen, Oswald! Ich will nicht betäubend sein. Jetzt ist dein Wolf auf mich, ja? Oder Dreck. Solange der Schnittleit meine Klinge zurückhält. Nicht, bis ich mir alles geholt habe, was diese Ufer bieten. Ist Ender bekommt sein König. Und du wirst es nicht sein. Dieser erbärmliche Wurm in dem Käfig? Du bist blind, wenn du an seiner Seite stehst. Von allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helheim auf dich warten. Valhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute. Noch nicht heute! Wieso kämpft eine Dänin mit Klauen und Zähnen für einen Sachsen? Und ausgerechnet für diesen? Er verfügt im Übermaß über Dinge, die du nicht hast. Er kann herrschen und führen. Du bist nichts als ein mordlüsterner Plünderer. Dieses Land stinkt vor Schwäche und du bist nur ein weiterer verdorbener Schandfleck. Nichts, was ein kleines Feuer nicht auswärzen kann. Hältst du dich gerade? Dänen, die für einen Sachsenkönig kämpfen. Die Sagas werden diesen Tag verfluchen. Ich werde es genießen. Ja, ich genieße das jetzt auch. Der Full Heal, ja, Sack. Danke. Du verbindest dich mit diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Deine Entscheidung. Wie ein zänkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Ja. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. Ist Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Eben, die reden die ganze Zeit von denen. Ich glaube, die waren erkundlich gut. Das wird ein dummer Fehler sein, aber... Der rechtmäßige König von East Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich dachte... Mitgefühl. Da wird mir schon schlecht. Das wird bestimmt noch schief gehen. Ja, die Zeiten ändern sich. Eigentlich hast du ihn damit noch mehr beschämt. Ihn am Leben zu lassen. Kein ehrenvoller Tod. Tja. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst gar nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwegen geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft. Mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn?
Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ja, ich aus den Schuljungen neben ihr. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das wäre. Ja, sollte man ein bisschen trainieren. Und Eivor ist nicht immer zur Stelle. Weil zum größten Teil haben wir ja auch hier geholfen. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Und die Hochzeit nicht. Ist der gerade vom Himmel gekommen? Oh, hier ist auch noch Loot für mich. Dankeschön. Was? Es brennt? Warum? Oh nein! Löscht es. Das verdammte Ding brennt. Hattet ihr auch gerade den Soundbug oder was ist hier gerade passiert? Könnte das nur geschehen? Ich hab keine Ahnung, also. So, ich will erstmal den Schatz hier. Wo ist mein Schatz? Mein Schatz. Komm ich da hin? Einfach durch die Tür. Na ja, gut.